warte jetzt hier hinter der Wand und warte, bis Emma kommt und dann erschrecke ich sie. Oh, ich habe total Lust auf Kakao. Ich gehe mal nach unten und frage, ob Mama mir einen schönen warmen Kakao macht. Weiß sie das? Hat sie wieder mit sich selbst geredet? Ich glaube, da kommt sie sofort. Ah! 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 Hey, oh, Emma, Julian. Emma, was soll das? Hör auf damit, warum hey! Warum hast du das gemacht? Ich habe ihn erschrocken. Das war lustig. Oh, Emma, Emma, geh jetzt. Jetzt geh runter. Jetzt geh runter. Weißt du, wie viel du Nein. wiegst eigentlich? Du hast mich ganz doll erschrocken. Ich habe Angst. Oh, Emma, übertreib doch jetzt nicht. Dachtest du wirklich, ich wäre Molly das Monster? Niemals. Ja, ich denke immer, dass Molly das ist. Nein, die kommt doch nicht mehr, nein. Oh, Emma, ich sag dir, du brauchst keine Angst haben. Bei uns war sie ja auch da, aber nach dem Anti-Monster-Spray nie wieder. So, und bei dir war jetzt auch das Anti-Monster-Spray. Die kommt halt jetzt nicht mehr. Aber woher das weißt du ich das? Dir. Woher ich das weiß? Weil ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kann dir da wirklich nicht sagen, wieso. Aber sie kommt halt nicht. Aber vielleicht kommt sie doch. Emma, weißt du was? Damit du jetzt gar keine Angst mehr hast, gehen wir jetzt zu den Geisterjägern. Die gibt's hier in Playmobil City. Und die werden dir das jetzt sagen, dass Molly bestimmt nie wiederkommt. Die Geisterjäger? Die habe ich im Fernsehen gesehen und die waren auch schon mal bei uns. Da hatten wir auch so einen komischen Geist, der den ganzen Kühlschrank leer gefressen hat. So, ich glaube, hier müsste das sein. Das ist die alte Feuerwehrzentrale von Papa und so. Hier hat der früher auch gearbeitet, also nicht bei den Geisterjägern. Hier, wo die Feuerwehr früher war. Und jetzt sind halt die hier. Bist du dir ganz sicher, dass sie hier sind? Das sieht so aus, als wenn hier gar keiner mehr ist. Oh, Emma, doch, doch, ich bin mir ganz, 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 ganz sicher. Mama, woher willst du das wissen? Wir hatten nicht mal eine richtige Adresse, wo die wohnen. Oh, Emma, wir sind schon richtig. Guck dir dieses Schild mal an. Das ist das Schild der Ghostbusters, also der Geisterjäger. Und wir sind hier richtig. Siehst Ach, du? Ja, stimmt. Das ist dieser Geist hinter diesem Verkehrsschild. Das habe ich auch schon im Fernsehen gesehen. Weißt du was, Emma? Wir klopfen jetzt einfach mal. Vielleicht macht uns ja jemand die Tür auf. Oh Mann, ich hoffe, dass überhaupt jemand da ist. Hallo? Hallo, ist jemand da? Wir sind keine Geister, wir sind nur Kinder. Hä, wer seid ihr denn? Also ich bin Stans. Kinder hier bei den Geisterjägern? Hi, Stans. Was wollt ihr denn? Was bestimmt ist? Habt ihr euch verlaufen? Hallo, ich bin Julian und das ist Emma. Mhm. Und wir hatten vor einigen Tagen bei uns so ein Monster oder auch ein Geist, ich weiß es nicht. Und da wollten wir mal was nachfragen. Ja, da war so ein Monster war in meinem Zimmer. Also das klingt auf jeden Fall nach einem Geist. Da seid ihr hier richtig bei den Geisterjägern. Kommt mal rein. Oh Mann, ist das euer Wagen? Ich hab den auch schon mal ein paar Mal gesehen, durch die Straße gefahren und so. Aber ich dachte, das wäre nicht. Das ist hier wirklich echt. Wow. Also ich find zwar Papas Wagen auch cool, aber ich glaube, wenn ich groß bin, dann will ich so einen Wagen haben. Ja, so ein Auto. Ja, genau. Das ist unser Wagen, unser Einsatzfahrzeug. So eben wie halt auch ein Feuerwehrauto oder ein Krankenwagen. Ecto 1 heißt das Teil. Ist ein alter Krankenwagen. Ziemlich cool. Da oben schneiden wir dann immer unsere Ausrüstung rauf. Aber. Lasst uns nicht so viel Zeit verschwenden mit dem Auto. Kommt, wir gehen nach oben. Ja, mal los, los. Die fangen hier wirklich Geister und Monster. Wir müssen jetzt mit nach oben. Los. Ja, ich komme ja schon. So, Kinder, hier ist unser Labor. Bei euch ist aber schmutzig. Hier ist überall Götterspeise auf dem Boden. Ihr müsst mal putzen. Das ist keine Götterspeise. Das war Slimer. Das ist ein Geist, der wohnt hier. Aber keine Angst, der ist harmlos. Oh Mann, meinen Sie den hier? Das sieht ja komisch aus. Ja, genau, da ist er auch schon. Völlig harmlos, nur sehr, sehr verfressen. Und auch ziemlich eklig. Er hinterlässt überall seine Schleimspuren. Oh, ach so, okay. Aber der sieht irgendwie so aus, als hätte der in Schleim gebadet oder so. Wie Glibby. Also ich finde den Geist ganz cool, aber auch irgendwie gruselig. Ich würde sagen, wir gehen lieber nach oben in das Büro. Da könnt ihr mir mehr erzählen von dem Monster, was bei euch im Kinderzimmer war. Nun gut, dann beschreibt mir das Monster doch mal genauer. Also, das war lila und hatte so graue Haare. Und das war unter meinem Bett. Genau, und dieses Monster oder auch Geist, ich weiß ja nicht, was es ist, war auch schon mal da, wo ich kleiner war. Also im Alter von Emma. Und bei Hannah war das genauso früher, bei meiner großen Schwester. Ja, und das war unter meinem Bett. Und dann hat es auch geklopft. Und dann habe ich es auch gesehen. Und da hatte ich große Angst. Ja, beruhig dich. Du brauchst doch jetzt nicht auf meinen Schoß. Ich hab Angst. Wir sind doch hier bei den Geisterjägern. Hallo, wenn du irgendwo nicht Angst brauchst, dann hier. Also, das klingt alles nach einem Kindergespenst. Also ein Gespenst, was vor allem Kinder aufsucht. Hä, wie? Sowas gibt's? Haben die nichts Besseres zu tun? Haben die keinen Job oder so? Müssen die nicht arbeiten gehen? Nun gut, also ein Monster, lila, graue Haare... Kindergespenst, ich gebe das mal hier in die Datenbank bei uns ein. Da haben wir einige Treffer. Ich gehe das mal ganz kurz durch. Einen Moment. Diese Beschreibung, die passt genau auf das, was ihr beschrieben habt. Ihr müsst nur ganz kurz auf das Foto gucken. Erschreckt euch nicht. Ist das der Geist, den ihr gesehen habt? Ah! Ja, das ist Molly, das ist Molly.
Ja, das ist das Ding. Ja, genau. Das habe ich mir schon gedacht. Also, Kinder, wie habt ihr dieses Monster bekämpft oder ist es immer noch da? Wir haben so ein Anti-Monster-Spray genommen. Das haben wir selber gemischt und dann ist es durchs Fenster abgehauen. Ja, das war ich. Also, Hannah war zwar auch dabei, aber das war ich mit dem Spray. Das war meine Idee und ja, da waren ganz tolle Zutaten. Kann ich jetzt auch ein Geisterjäger werden? Ich habe mich doch dafür qualifiziert, oder?